Okay, die werde ich jetzt hier erstmal schön runterschmeißen. So, Jungs, und ihr macht erstmal nichts, oder was? Und ihr dachtet, ich hätte... Oh, wo ist die? Heftig. Okay, das war... Das war ein Rekord. Eine Rekordhöhe. Und die hat es überlebt. Wollt ihr mich... Ist das euer Ernst, Mann? Hallo, YouTube, und herzlich willkommen zurück bei Skyrim Anniversary Edition. Mit Bestrafungen für Tode. Zusammen mit der Echse teilt Hart aus und seinen Gehilfen Gok und der Ketus. In der letzten Folge bin ich jetzt hier gelandet und war dabei, den Motenpriester zu retten. Genau, deaktiviere die magische Barriere, rette den Motenpriester. Den Anführer der Vampire habe ich hier eigentlich schon erledigt. Also sollte es hier jetzt erstmal problemlos weitergehen. Was das Ganze angeht, so, was haben wir hier? Stab. Aha. Nehmen wir mal Crossbow. Genau, hier waren schon alle erledigt. Vampir Dina. Er hatte dabei nichts, was wir brauchen. Aha, und hier ist die Barriere. Ansonsten sieht es sauber aus. Ich hoffe, die Gargoyles da bleiben so, wie sie sind und werden nicht... Oh Mann, die sind ja hier überall. Ich kann mich nicht erinnern, ob die Gargoyles hier gleich zu Leben erwacht werden. Also, was haben wir hier? Die Vampire haben genascht. So, bei den jungen Vampiren nehme ich mal das hier weg. Ah, nee, okay. Hm. Überladen. Na ja, gut, der Ketus steht neben mir, das ist schon mal gut. Soll ich etwas für euch tragen? Dann geben wir mal alles an ihn ab. So, warte mal, Bekleidung. Genau, dann nimmt mal die Vampirsachen. Aha, und ich schau mal. Es wird ja weiterhin auf der Schwierigkeitsstufe legendär und im Überlebensmodus gespielt. Alles richtig, alles stimmt. Musste nur gerade kurz prüfen. So, hier die Schlafstätten der Vampire. Aha. Da muss ich hin, aber erstmal hier. Gold. Ah, Blitzpfeile, das ist nice. Eispfeile. Sollte ich eigentlich der Ketus geben, damit er sie verschießt. Aha, Zwergenzweihänder. Mal schauen, ob mein Gehilfe das noch tragen kann. Ich hoffe ja. Soll ich etwas für euch tragen? Waffen, sehr gut. Der wird das auf jeden Fall übernehmen. Vielleicht sogar nutzen, das sieht ja gut aus, die Waffe. Ja, der hat es direkt angezogen. Was wollte ich ihm noch geben? Aha, Pfeile. Hier, dass er auch mal Eispfeile nutzt. Jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, ich habe ja gedacht, was falsch war anscheinend, ich habe gedacht, dass wenn man dem Begleiter nur einen Feuer bzw. Eis bzw. was auch immer da jetzt für Pfeile gibt, dann kann er den quasi unendlich benutzen mit einem Bogen. Soll aber Quatsch sein. Jemand hat mir geschrieben, wie viele Pfeile quasi er verschießen kann, wenn man ihm einen gibt, aber das habe ich schon vergessen. Aber auf jeden Fall anscheinend nicht unendlich. Das war also auf jeden Fall falsch, was ich da behauptet habe. So, ich habe ja hier so einen Gegenstand eingesammelt. Bei dem Vampirmeister. Aber mein Meister ist tot. Seine Feinde werden dafür bezahlt. Warte, warum ist der denn jetzt böse auf mich? Ist es normal? Muss er nicht nett zu mir sein? Der geht auf Distel los. Naja. Ist auch mal geil. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist, dass die auf Distel losgehen. Die arme Distel, Mann. Okay, also man muss den Mottenpriester erstmal besiegen, damit er mit uns redet anscheinend. So blöde, wie er da steht, aber... Jetzt aber. Uiuiuiui. Der wackelt auch nicht. Okay, der hat meine Gehilfen entdeckt. Mann, ich weiß nicht, wohin ich wegrennen soll. Hier in die Richtung. So, sehr gut. Aber wir sind ja schon zu viert, von daher werden wir es machen. Der hat sich geheilt. Der alte Mann heilt sich. Eigentlich, ja, jetzt hat er gewackelt. Eigentlich hier hat jede Armbrust, was richtig geil ist bei der Armbrust, jede Armbrust hat eine, ich glaube, 50%ige Chance, den Gegner zum Wackeln zu bringen.
Und das ist, wenn man sich bedenkt, wenn man jetzt hier sich die... Ich grüße dich, Zoris. Wenn man jetzt hier die Schießkunst anschaut, dann haben wir hier eigentlich einen Perk. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Warte mal, Adlerauge, mächtiger Schuss, glaube ich. Genau. Alle bringen alle Gegner außer den größten zu 50% aus dem Gleichgewicht. Also bei einem Bogen muss man diesen Perk haben, damit sie wackeln. Bei einer Armbrust, weil alle, also viele sagen, ah, Armbrust ist eigentlich schlechter als ein Bogen. Aber bei einer Armbrust müsst ihr mal drauf achten, die wackeln auch ohne, dass ich diesen Perk habe. War nicht jedes Mal, aber auch quasi zu 50%. Na gut, jetzt hat man es leider nicht gesehen, da wir ihn besiegt haben. Aber achtet mal drauf. Das ist geil bei einer Armbrust. Och, ich habe eindeutig gegen dich gekämpft. Aber ich war nicht Herr meiner selbst. Vielen Dank, dass ihr den Bann des elenden Vampirs gebrochen habt. Den Göttlichen sei Dank für euer Eingreifen. Also, was ist die Aufgabe der Mottenpriester? Werden wir jetzt mal nicht ausführlich befragen. Geht es euch gut? Es geht mir gut, dank euch. Ich heiße Dexion Evicus und bin ein Mottenpriester des Weiß... Diese Vampire behaupteten, ich könnte ihnen nützlich sein. Aber mehr sagten sie nicht. Vermutlich hoffen die Dummköpfe auf ein Lösegeld. Ich weiß, warum sie euch gebraucht haben. Denn wir brauchen euch aus dem gleichen Grund. Tatsächlich? Nun gut, genug Geheimnisse. Also wir sind die Dämmerwacht. Und ihr wisst, eine Schriftrolle der Alten für uns zu lesen. Ihr müsst sie lesen. Ich erkläre es später, jetzt brauchen wir eure Hilfe. Naja, ich sage Ihnen gleich, warum wir ihn brauchen. Eine Schriftrolle der Alten? Bemerkenswert. Falls mich mein Geschichtswissen nicht im Stich lässt, meine ich mich zu erinnern, dass die Dämmerwacht ein uralter Orden von Vampirjäger. Das ist richtig. Ich helfe euch gerne mit der Schriftrolle der Alten. Sag mir einfach, wohin. Sag mir einfach, wohin ich gehen soll. Zu Festung Dämmerwacht natürlich. Ich werde mich beeilen, bevor noch mehr dieser Vampire auftauchen. So. Gut, das wäre dann auch erledigt. Ich soll also Isran von meinem Erfolg berichten. Moment, wo befinden wir uns? Aha, das war Ahnenversteck in der Nähe von Einsamkeit. Das heißt, ich müsste zu Einsamkeit rennen, um zu Isran zu kommen. Ich merke aber gerade, wir haben hier Drachenbrühe. Ich habe eine Idee. Und zwar hier gibt es eine Location. Die ist zwar nicht so leicht, aber man... Ich ermüge mich hier. Die ist zwar nicht so leicht, aber dort gibt es einen krassen Gegenstand zu holen. Also eigentlich sind es einfach nur Stiefel. Aber sind ganz besondere Stiefel. Und zwar, wer die Videos auf meinem Kanal schaut, der weiß, der hat schon mal den Begriff... Nichts als den Begriff. Der hat schon mal von den Stiefeln Weidmannser Huld gehört. Und die gibt es dort zu holen. Was ist das Krasse bei denen? In Skyrim gibt es ja zwei Möglichkeiten. Okay, gibt es nicht irgendwo eine schnelle Möglichkeit rauszukommen? In Skyrim gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie euch Gegner entdecken. Einmal per Sehen, einmal per Hören. Und diese Stiefel, ohne dass man irgendwelche Perks hat, schalten den Aspekt Hören komplett aus. Das heißt, man hört uns nicht. Und das benötige ich auf jeden Fall, wenn ich später so wenig wie möglich sterben will, hier auf der Schwierigkeitsstufe Legendär. Okay, ich sehe hier gerade keinen anderen Ausgang. Das ist ein bisschen nervig. Das ist ein bisschen nervig. Also muss ich jetzt hier ein bisschen rückrennen. Autsch, wie krass hat das denn wehgetan? Wieso hat das denn auf einmal so wehgetan? Wow. Schnell heilen. Das wäre jetzt lustig, wenn das schon der erste Tod wäre. So. Ah. Aha. Der Ausgang war gar nicht so weit. Nice. Na, so gefällt's mir doch. Okay. Dann werde ich jetzt mal ganz schnell dahin rennen. Ich glaube, irgendwas mit Tiefenwaldschanze hieß die Location oder sowas. Auf jeden Fall hatte ich auch ein Video dazu auf meinem Kanal. Und da gibt es Abgeschworene gleich. Abgeschworene, die sind heftig. Ich weiß, aber es ist mir wert. Diese Stiefel sind es mir wert. Das heißt, ich müsste jetzt hier so einmal durchsprinten. Das machen wir natürlich. Aha, wie ist das jetzt eigentlich mit Effekten? Habe ich irgendwas? Aha, erschöpft. Oh mein Gott, erschöpft und hungrig. Na gut, Hunger können wir gleich stillen. So, ansonsten
keine Wirkung mehr von der Gemüsesuppe. Das heißt, gleich Gemüsesuppe und gleichzeitig also Hunger stillen. Und für den Fackelbug hier. Nice. Aha, ich muss also nach Westen die ganze Zeit, wa? Genau, einfach nur Westen. Und sich dann so ein bisschen nordwestlich orientieren. Schön, Skyrim bei Nacht. Wieder hier Schmetterlinge. Also Angelquests. Ich finde, man kann sich darüber streiten, wie sie die das Angeln realisiert haben. Aber das bringt, also die Angelquests, ich finde, die bringen so viel neuen Content rein, so viele neue Gegenstände, die man auch beim Angeln einfach nur aus dem Wasser ziehen kann, die man als Belohnung bekommt. Man bekommt also eine neue Story geboten, man bekommt neue Gegenstände geboten. Und ich finde, das ist eine gute Entschuldigung für das simple Angelsystem, ne? Aber ich kann dann trotzdem verstehen, dass viele sagen, oh mein Gott, das Angeln an sich ist ja mega langweilig und so. Ja, es ist halt kein Angelsimulator, es ist immer noch Skyrim. Und, oh Gott, jetzt bin ich hier. Oh! Weg! Scheiße! Oh Gott, ich habe ihn wirklich erst gesehen, dass er vor mir stand. Und wir wissen, das ist ein Treffer. Von einem Bären ist es ein Treffer. Okay, jetzt geht auf der Ketus los, das ist gut. Jetzt können wir es machen, jetzt können wir es tun. Ich weiß nicht, wo. Oh Gott, wie viel er auch aushält immer, ne? Wo hält sich Gok eigentlich auf? Wo ist der? So, Moment. Okay. Gut, weiter geht's. Gut. Nein. Geh bitte auf der Ketus los. Der weiß nicht, wen er angreifen soll. Mich oder der Ketus. Ah, jetzt geht er auf mich los. Achso, ja, warte mal. Ich habe ganz vergessen. Dann werde ich ihn einfach jetzt mit Stab von Hasedoki hier runterschmeißen. Dann haben wir's. Also. Guck mal, so schön, wie er da steht. Boom. Ah, okay. Das ist jetzt nicht so spektakulär, wie ich erwartet habe. Aber gleich in diese Richtung. Na komm, steh auf. Boom. Ja. Leg dich nicht mit Teilhard aus an. Gut, aber das war natürlich nicht hoch genug, dass er Schaden kriegt. Aber er schwimmt jetzt erstmal weg. Ja, komm. Warte mal, komme ich denn hier jetzt durch überhaupt? Ich glaube nicht, oder? Kann ich mir aber knicken jetzt hier. Oder doch? Auf jeden Fall hier eine Höhle. Eine Höhle. Aha. Na, da will ich jetzt erstmal natürlich nicht hin. Aber haben wir schon mal entdeckt. Ich muss aber weiter erstmal. Sonst nehme ich mir heute noch zu viel vor. So, der Bär hat nachgelassen. Ich versuche jetzt mal hier so durch. Klippenschlucht. Bärenpelz. Aha, Höhlenbärpelz. Ein Jäger, der hier. Anscheinend so eine kleine Jägerhütte. Wacht. Aha, Wachtus hier. Das könnte natürlich eine der neuen Quests sein. Ich blätter jetzt mal so durch. Ich werde das jetzt erstmal nicht lesen. Kann sich dann jeder durchlesen. Und Zaharias Notiz. Alles ganz interessant. Kann sich jeder mal durchlesen. In der Pause. Begonnen. Zweischneidig. Wie gibt es die Höhle der verlorenen Echos? Okay, krass. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zur Anniversary Edition gehört oder nicht. Lektion mit Bogen im Bogenschießen. Genau das, was wir brauchen. 43. Okay, also auf jeden Fall ein Jäger, der hier seine Hütte hat. So, Äpfel nehme ich jetzt auch mit, denn man kann jetzt tatsächlich auch so Apfeltaschen machen, die einem das Bogenschießen verbessern. Passt für mich ja auch als jemand, der eine Armbrust benutzt, benötige ich sowas auch. Ach komm, machen wir mal einen gezielten Schuss und dann nehmen wir das Krabbenfleisch mit. Also, dass man eine Schlammkrabbe nicht mit einem Schuss erlegt, ist schon traurig. Und das ist ein Vampirjäger. Aber
Man wird besser, nicht schlimm. Man wird besser. Tal hat auch gute Vorbilder. Da wäre Uruk zum Beispiel. Isran ist kein gutes Vorbild, er quasselt nur. Ah, guck mal, hier Spattenfische wieder. Kostenlos zu haben. Wo sind wir denn hier überhaupt? Aha, also hier unter Drachenbrügge ein kleines Gewässer. Sie hat einen harten Panzer. Ja, wahrscheinlich deswegen. Das kann man dann als Entschuldigung sagen. Da können wir hier jetzt mal hoch. Also ganz ehrlich, so eine kleine Brücke. Aber auf diese Brücke muss man erstmal kommen. Sehr schön. Goksch. Oh, der Kirtus ist auch da. Sehr gut. Ah, warte mal, wo wir schon mal hier sind. Ich sehe da gerade Lachsfische springen. Und ich wollte ja schon lange... Ich habe ja schon von Anfang an habe ich gelabert. Ja, ich mache Alchemie, ich mache Alchemie. Irgendwie komme ich nicht dazu, richtig Ingredienzien zu sammeln. Aber ich sehe hier gerade Lachse springen. Mal schauen, ob ich ihre Orgen bekommen kann. Ja, da springen sie. Sehr gut. So, dann wende ich jetzt mal hier diesen Trick an. Lamen. Das Problem ist ja, wenn man sie einfach so beim Springen fängt, bekommt man ihre Orgen nicht. Wenn man sie aber jetzt so mit... Ah, jetzt muss man natürlich erstmal... Hier gehen diese Strömung ankommen. Wenn man sie aber so tötet mit dem Feuer, dann werden da die Orgen schwimmen später. Dann kann man sie einfach abholen. Aber gleich, wenn sie springen, man muss sie nur treffen. Da. Ah! Wenn man keinen Mana hat, einfach hier mal eine Stunde warten. Natürlich ein bisschen schwierig, wenn man im Überlebensmodus spielt. Immer wieder eine Stunde zu warten, das kann dann böse enden. So, jetzt springt aber niemand mehr. Ich glaube, ich habe sie erwischt. Die Leute werden denken, so, was macht diese Echse da? Jetzt gucken wir mal, ob da schon mal was schwimmt. Was so ein bisschen orange aussieht. Also ich sehe da auf jeden Fall schon mal Lachse. Rote Lachse, aber wo sind denn die Orgen, verdammt? Da, 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 da. Lachsaugen, sehr gut. Genau, so. Und dann nochmal. Lachs hinzugefügt. Mal schauen, wie viele Orgen ich gleich habe. Unter Zutaten, so, Lachs. So, Lachs, Lachs. Lachsaugen, na bitte, 4 Stück schon mal. Ist das alles oder habe ich noch welche erwischt? Okay. Vielleicht sind welche hier runtergefallen. Also weitergeschwommen quasi, nicht runtergefallen. Aber das ist dann blöd natürlich, weil da will ich jetzt nicht hin. Also so könnte man natürlich jetzt jeden Wasserfall, sie springen also meistens an den Wasserfällen, so könnte man das, ich sehe da auch nirgendwo. So könnte man das an den Lachsaugen machen. So, Lachsrogen. Heißen die Lachsrogen? Warte mal. Zutaten. Lachs. Lachsrogen, ja, hast recht. Ja. Ja. Orgenrogen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, 4 St. Okay, da ist ein Bandit. Die hat was bemerkt. Die hat was gecheckt. Oder laufe ich schon wieder falsch hier oder was? Nö, alles gut, alles gut. Ich muss jetzt weiter nach Westen und dann nach Norden, dann bin ich da. Und das ist schon mal eine Abgeschworene. Ein Speer der Abgeschworenen. Oh Gott, die kommt, die ist aber schnell, Mann. Oh mein Gott, wer schießt denn da? Oh. Da! Das ist ein Bogenschütze, der tatsächlich die 9 Pfeile hat. Feuerpfeile benutzt er. Heftig. Ein heftiger Typ. Treffe ich ihn von hier? Ja, nein, hab leider nicht getroffen. Also der darf mich nicht treffen, sonst liege ich. Wie machen wir denn das? Ah, super, Gok lenkt ihn ab. Oh Mann, was hätte ich jetzt ohne Gok und so getan? Weiß ich nicht. Lebt er noch? Okay, Gok ist gerade auf allen Vieren. Und der hier zielt auf mich. Komm her. Bist du denn? Oh, der steht so nah. Komm, jetzt einmal. Warte mal. Da ist er. Ah. Ja, wir sind hier nicht bei CSGO, wa? Na komm. Schieß. Ah, gut. Wenn er... Sehr schön. Und jetzt... Ah, boom!
Und Randa. Warte mal. Mann, nehm doch mal jetzt die beiden Schwerter, verdammt. Ah, okay, der hat sowieso nicht überlebt, alles klar. 15 Feuerpfeile nochmal. Das Blöde ist, die wiegen was. Die Feuerpfeile wiegen immer was. War nicht schlimm. Okay. Aha. Vielleicht könnte ich jetzt eine Runde schlafen. Ich war ja ein bisschen erschöpft, hieß es. Mal gucken. Muss ich abwägen. So krass erschöpft. Ich muss erstmal schauen, wie krass erschöpft ich bin gleich. Und dann entscheide ich mich. Weil, na, wenn ich jetzt schlafe, wird natürlich... Mann, was ist denn jetzt los mit der Echse? Es ist doch Lehrling. Sag mal. Ist sie was mit den Augen oder was? Okay. Zaubertrank der Ausdauer. Wie erschöpft sind wir? Ist nur erschöpft. Also nicht mal ermattet oder so. Also alles gut. Rennen wir weit. Als Vampirjäger muss man immer hart sein, auch wenn man müde ist. Muss man da manchmal weiterrennen. Das, also das muss man schon auf sich nehmen, wenn man sich Vampirjäger schimpfen will, ne? Aha, okay, dann nehme ich jetzt aber die Nirnwurz mal mit. Da ist sogar noch eine. Jetzt habe ich... Jetzt bin ich überladen durch eine Nirnwurz. Okay, nein, der Kirtus, komm her. Komm her. Du bist meine Rettung. Soll ich etwas für euch tragen? Was trage ich denn so Schweres bei mir die ganze Zeit, hm? Warte, also erstmal schauen, bei den Waffen, habe ich da irgendwas, was ich nicht brauche? Ja gut, die ganzen Pfeile werde ich natürlich nicht nutzen, die kann ich alle an der Kirtus abgeben, weil ich Pfeile mit der Armbrust nicht abschießen kann, ganz einfach. Und die wiegen aber was, hier zum Beispiel 48, wiegen schon mal nicht schlecht. Kann der Kirtus mal nehmen, so, Holzaxt, Holzfäller-Axt kann er jetzt erstmal auch übernehmen. So, was haben wir hier sonst noch? Genau, und bei Bekleidung. Mullet von Stender, Magierrobe, hier, na bitte. Sonst, vielleicht bei Sonstiges irgendwas Schweres. Ja, Holzteller. Warum trage ich ihn überhaupt? So, na bitte, Pelz. Destillierkolben. Der wiegt auch 2 und es ist ein Questgegenstand, den kann ich sogar nicht weggeben. Okay, aber erstmal reicht's. Mögen die Hist uns leiten. So, eine gepanzerte Krabbe. Komm her! Oh Gott, wie viel Schaden sie mir! Tja, Zoris, du siehst, also das Ablusen ist quasi mein zweiter Name. Okay, also, das war ein Tod. Wir wissen, was jetzt kommt. Speichern und Bestrafung. Naja, Zoris, du lachst über Holzteller. Aber du kennst ja bestimmt den Holzteller-Bug, oder? Wenn du davon noch nicht gehört haben solltest. Also, vielleicht kennst du den. Aber wenn nicht, ist auf meinem Kanal vor kurzem ein Video rausgekommen. Heißt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Aber es ist ein ganz kurzes Video. Und ist, glaube ich, ja, das... Irgendwie vor 5 Videos oder so ist es rausgekommen, ja? Also wirst du es ganz leicht. Ah, kennst du? Okay, alles klar. So. Also Holster, also meintest du das ernst, dass man... War das jetzt kein Witz mit dem... Genau, ab durch die Wand. So, Crossbow. Was Bugs angeht... Es gibt Bugs, also es gibt Leute, die das ganz radikal sehen. Die sagen, nee... Bug-Using heißt entweder komplett alles usen oder ganz lassen.
Ich bin aber jemand, ich sage nein. Man kann Skyrim mit Bugs spielen und richtig Spaß dabei haben. Hauptsache, man nutzt nicht die krassen Bugs, wie zum Beispiel den Bug mit Alchemie, wo man quasi zu einem Gott wird. Ja, wenn man sowas nicht nutzt, sondern nur die leichten Bugs, wie zum Beispiel das mit der Fackel, finde ich genial. Also den Fackel oder den Juggernaut-Bug, den ich auch schon auf meinem Kanal gezeigt habe, finde ich einfach genial. Skyrim wäre einfach nicht Skyrim ohne diese Bugs. Okay, gut. Habe ich so viel gelabert, dass ich schon vergessen habe, ob ich jetzt die habe ich gelootet, war? Okay. So, wie weit bin ich jetzt? Jetzt nur noch gen Norden rennen. Da sind schon die ersten abgeschworen, die hat mich sogar entdeckt, das ist nicht so gut. Ich glaube, in meinem Guide-Video bin ich sogar an denen vorbeigeschlichen, aber... Die Hard aus ist nicht so gut im Schleichen gerade. Na, komm her. Guter Schaden. Guter Schaden, Mann. Viel hat sie nicht mehr. Sie hat sich. Mann, wie die sich immer heilen auch noch, ja? Guck mal, sie heilt sich schon wieder. So, dann machen wir hier den Schützen. Ergebt euch und vielleicht. Wir rennen mal. Boom. Und kein Treffer. Komm, machen wir mal so. Aha, die liegt. Abgeschworene Stiefel. Na gut, sie haben jetzt nichts für mich. Ey, ich bin ja total unnötig, muss ich sagen. Die schaffen alles ohne mich. So, und hier wäre der Eingang. Na komm, wenigstens bei dem helfe ich mal kurz. Okay, auch hier werde ich nicht gebraucht. So, da stehen weitere Leute. Pfeile, kein Gold, nichts. Der hier auch nicht. Warte mal, die machen wir auch noch. Ich glaube, die ist aber ein bisschen stärker. Wie die da steht. Muss ich aufpassen. Muss ich auch genau in dem Moment bewegen, in dem ich schieße. Die kann Magie. Die kann Magie, da muss man aufpassen. Magier sind sehr ungemütlich. Genug. Ah, jetzt schon genug. Na, wenn die jetzt schon genug hat, dann machen wir doch so. Ich ergebe mich. Alter, die schreit, dass sie sich ergibt und dann grillt sie erstmal meinen Begleiter. Geil. Was denn sie so ergeben? So, sehr gut. Seelenstein. Was haben wir hier noch? Ah, jetzt weiß ich. Ich hätte die Bären doch bekämpfen sollen, die ich mit dem Stab getroffen habe, damit ich ihre Seelen fangen kann. Das habe ich ja ganz vergessen. Ich weiß gar nicht, wie viele Seelen ich dabei habe. Ich werde ja gleich meinen Stab eigentlich laden müssen. Den werde ich brauchen. So, Stab von Hasedoki. Mach ich mal jetzt. So, Ladung. No, ein bisschen was habe ich noch, sehr gut. Lade ich ihn mal so weit auf. Sehr schön. Das Gute an dem Stab ist, der hat wirklich viel Energie, ja? Also wenn man ihn einmal voll geladen hat, dann kann man ihn erstmal eine Weile nutzen. Das finde ich geil. Es gibt ja Stäbe, die sehr schnell leer sind. Bei dem ist es nicht der Fall. Gott sei Dank. Okay, Tiefenwaldschanze angekommen. Jetzt wird's hart. Lauter Abgeschworene. Ich glaube, sogar Dornenherzen sind hier unterwegs. Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube schon. Ja, wenn man sich an sie ranschleichen kann, kann man deren Herz stehlen. Aber ich glaube, so weit bin ich noch nicht. Hätte ich die Schuhe jetzt schon, würde das klappen. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, zu leicht zu entdecken, um das zu machen. Das wird nicht klappen. Deswegen einfach mal hoffen, dass hier nicht so viele Dornenherzen sind. Wegen Fallen natürlich aufpassen. Oh mein Gott, jemand ist da gerade in die Falle gelaufen. Okay, hier ist die Hölle los. Hier sind einige. Und ich muss an den vorbei. So, warte, speichern. Ich gucke nochmal, wo da der Durchgang ist. Okay, ich muss wirklich direkt an denen vorbei. Das wird nicht klappen, vor allem mit meinen Begleitern. Ich muss kämpfen. Boom. Oh, die hat aber eine reingekommen. Komm, guck, weg, weg, weg. Gut, die haben wir.
So. Das war's schon. Boom, jetzt habe ich Cook getroffen. Alter, die sind gut. Schau mal, die haben die beiden abgeschoren und weggehauen. Die schießt da voll mit ihren Feuerpfeilen. Boom. Getroffen. Also irgendwie nehmen sie doch ziemlich viel Schaden. Ich dachte, sie werden kräftiger sein. So, Bolzen nehmen wir natürlich mit. Ich habe ja bald keine Bolzen. Ach so, das war ja mein Bolzen. Das war mein Bolzen, das ich da gerade genommen habe. Stimmt ja, ich habe jetzt nicht mehr so viele Bolzen, wa? Da muss ich echt aufpassen. Da ist sie schon. Uiuiuiui. Sie geht jetzt durch die Falle. Komm. Boom. Okay, den Bolzen hätte ich sparen können. Ja, das Ding ist, jetzt muss ich hier durch. Ach, Mann, Mann, Mann. Hm. Das ist natürlich so eine Sache, ja. Warte. Nein, 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 das war zu früh. Oh, na gut, okay, aber ich habe es überlebt. Mann, mittlerweile überlebe ich einiges tatsächlich. Also am Anfang war ich viel verletzlicher. Ich glaube, das ist, weil Alhardaus jetzt viel mehr Lebensenergie hat, vor allem. Nicht mal an der Rüstung liegt es, denke ich mal, sondern vor allem auch daran, dass er jetzt mehr Lebensenergie hat. Ich meine, ja, gut 190. So, da ist eine Falle, da ist eine Rune, sehe ich gerade. Da werden meine Begleiter bestimmt reinlaufen, hier auch. So. Man muss echt schauen. Echt richtig schauen, so Experte. Aha, ja genau, hier war Experte. Und dort ein bisschen weiter steht eine Person, die, glaube ich, den Schlüssel hat. Wenn ich mich recht entsinne. So, dass man das gar nicht... Oh, ich habe mich gerade verraten, verdammt. So, dass man sich quasi nicht unbedingt, man, die Mühe geben muss. Da muss sie sein. Ja, da ist sie. Und sie ist stark, sie ist mega heftig. Hm, wie mache ich denn das? Ich brauche auf jeden Fall meine Begleiter. Alleine gehe ich da nicht hin. Vielleicht, Mann, ich wollte gerade sagen, vielleicht rennen sie in ihre eigenen Fallen, aber irgendwie hat mir die Falle gerade gar keinen Schaden gemacht, merke ich gerade. Ich bleibe immer zwischen den einzelnen Pendeln stehen. Ja, auch eine Möglichkeit. Das Blöde ist, wenn ich sowas versuche, zwischen den Pendeln stehen zu bleiben, erwischen die mich jedes Mal. Also ich schätze das immer sehr schlecht ein, wie breit und muskulös mein Charakter ist. So, Mann, Leute, wollt ihr mir nicht helfen oder so? Zum Beispiel hier. Ich werde so durchkommen, dass ich nichts erwische. Okay, jetzt hat es geklappt. Sie denkt, sie hat mich verscheucht. Boom. So, und jetzt. Oh, oh, ich glaube, das hat gerade nicht funktioniert, weil sie den Schild hatte. Warte mal. Oh ja, das hat nicht funktioniert. Boom. Mann, schon wieder. Ey, die nervt. Die Alte nervt. Sie hat auf jeden Fall den Schlüssel, den brauche ich. Und wieder mit dem Schild, Mann. Kommt. Kommt und steckt euch den Abgeschworenen. So, jetzt aber. Und los geht's. Oh. Und nochmal. So, warte mal. Gemüsesuppe. Ich weiß nicht, ob meine noch funktioniert. Deswegen mitten im Kampf erstmal eine Suppe reinhauen. Oh, sie hat nicht mehr viel. Oh, komm schon. Ein richtig krasser Vampirjäger. So, da ist der Schlüssel, den ich gebraucht habe. Richtig krasser Vampirjäger, der gegen Homies kämpft. Man, Distel, aufpassen, da ist eine Falle. Okay, die löst keine Falle aus. Hat sie was? So, Distel. Warte, du musst etwas für mich tragen. Nee, sie hat noch nichts gefunden, leider. So, und hier müssen wir jetzt rein. Fast. So, hier ein Excalibur. Okay, Fallen. Direkt vor meiner Nase. Aber ich glaube, ich habe sowieso den Perk, oder? Weiß ich nicht mehr. Muss ich mal gucken. Aha, noch ein paar Leute sind... Mann, wo sind denn meine beiden Begleiter? Dann muss ich mal so machen, dass ich sie anschieße und dann hoffentlich rennen sie in ihre eigene Falle. Und zwar jetzt. Mann, 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 Mann. Kommt schon, Leute. Kommt her.
Die sind nicht so dumm, die kommen nicht hier hin. Okay, die habe ich sowieso erwischt. Da seid ihr ja. Kommt er? Ah, das ist natürlich jetzt... Hä, wieso haben sie denn alle so wenig Lebens... Ach so. Das sind ja die beiden, die ich quasi aus der Ferne schon angeschossen habe. Jetzt verstehe ich das. Die Falle geht die ganze Zeit los hier. Warum auch immer. Da steht doch niemand. Boom! Episch. Oh, ich muss mal speichern. So, ich weiß jetzt nicht, warum die Falle gerade die ganze Zeit losgegangen ist. Da war doch niemand. Komisch. Ziegenbein. Können wir dann braten und essen. So, mein Bolzen. Mann, wie viele Bolzen habe ich eigentlich noch? Nur noch 8 Bolzen. Gott, das ist nicht gut. Feuerpfeile nehmen wir. Dann nehme ich mal Pfeile mit und den abgeschworenen Bogen. Also wenn ich gleich keine Bolzen habe, dann werde ich natürlich einen Bogen nutzen. Also ich bin ja nicht bescheuert. Später werde ich mir einfach vielleicht einen beschworenen Bogen holen. Also den Bogen, den man beschworen kann. Dann habe ich... Oh, warte mal. Da machen wir doch mal Folgendes. Einhändig verstärken, damit es auch 100% funktioniert. Und dann habe ich doch hier einen sehr guten Dolch gehabt. Mann, wo war denn denn? Genau, zwei Zwergendolch. Mal schauen, reicht das aus? So, Jungs, man sei doch leise da. So, Speer. Oh Gott, das reicht sogar nicht aus, aber fast. Krass. So schwach bin ich. Ich meine, den 15-fachen Schaden habe ich gemacht. Den Perk habe ich und das hat nicht ausgereicht, um einen Speer wegzuhauen. Also. Echt? Einen Zwergenbolzen habe ich verpasst in dem Typen? Naja gut, okay, aber das wird, wenn das nur einer war, dann renne ich jetzt nicht extra zurück, weil ob es 8 sind oder 9. Aber ich bin jetzt angekommen, Tiefenwaldtal. So, hier muss ich eigentlich, wenn ich jetzt geschickt mache, mit niemandem kämpfen. Ich gehe einfach dahin, hole schnell die Schuhe ab und renne von hier raus. Na gut, ein paar muss ich erledigen, weil die mir quasi genau im Weg stehen. Also die da, der da, stehen mir voll im Weg. Ich muss ja quasi dahin. Da links nach oben muss ich. Warte mal, ich muss mal gucken. Genau, da kann man hochklettern auf jeden Fall, das werde ich gleich machen. In meinem Guide, den ich gemacht habe, bin ich durch die Location durch und dann da nach oben, aber das muss man nicht unbedingt machen. In der Location gibt es natürlich noch eine geile Sache zu holen, wenn man zum Beispiel den Stein hat, hier den Stein, mit dem man Tote wiederbeleben kann. Hab schon vergessen, wie der heißt. Ist mir gerade irgendwie der Begriff entgangen, aber auf jeden Fall kann man da eine geile Rüstung kriegen. Die lasse ich aber jetzt erstmal. Okay, die haben mich einfach alle hier entdeckt. So, 7 Bolzen. 6. Boom, 5. Den hier kriege ich noch. Hier, sehr schön. Was ist denn da los? Aha, das ist meiner. Da ist eine Magierin. Boom. Oh Gott, die kommen hier alle. Man muss aufpassen, hier ist auch ein Hexenrabe irgendwo. Gott, warte. Leute, nicht so... Oh Gott. Okay, ja. Ich müsste wohl den Stab verwenden. Ich renne mal ein bisschen höher. Dass die auch höher fallen müssen. Oh. Eieiei. Hi. Tschüss. So, die da hat bestimmt Schaden gekriegt. So, warte. Noch ein bisschen höher. Na, dann kommt. Ich habe hier was zu verteilen. Boom. Wie sie wegschmettern, Mann. Geil. Boom. So, die hat erstmal... Uiu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 
So. Kämpfen da alle? Warte mal, über mir. Mann, ich muss wirklich wegen Bogenschützen aufpassen. Ich muss da hoch jetzt. Irgendwie. Okay, da rennt einer. Warte, warte. Den muss ich weghauen. Oh, okay. Der hat sich von uns. Einer schießt auf mich. Der da. Wir speichern. Da ist er. Oh, schießt du auf mich etwa? Komm, Gok, mach mal. Geh durch. Schlag zu, Junge. Sehr gut, genau so. Nochmal, komm. Ja, und? Perfekt. Ja, auch in Anfeuern muss man gut sein. So. Kann ich denn hier jetzt hochklettern? Oder muss ich da noch weiter? Es sind noch mehrere hier. Sind immer noch mehrere hier. Nein, ey, die sind so schlau. Wenn sie diesen Schild genau im richtigen... Okay, die hat sich verabschiedet. Die auch. Okay. Ey, die eine hat noch überlebt. Die hat tatsächlich noch überlebt. Die hier ist weg, aber die nicht. Und so wie sie rumrennt, werde ich sie natürlich niemals treffen. So, was habt ihr Schönes? Pfeile nehme ich jetzt mit. Ich werde nämlich gleich... Okay, da kommt noch einer, Mann. Und das ist wieder ein Bogenschütze, bedeutet, ich muss ihn weghauen. Da ist er. Aha. Pass auf, dass du nicht anfängst zu heulen. Also, ich werde ihn jetzt hier einfach weghauen. Da. Ganz sicher, mein Jung. Mein Jung. Weg mit dir. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen lost in space. Wo bin ich hier überhaupt? Mann. Ah, okay. So. Ihr hättet nie herkommen sollen. Komm raus. Komm raus. Und? Gefällt euch das? Nicht so ganz, muss ich sagen. Aua! Die hat's nicht anders gewollt. Die hat's nicht anders gewollt, Mann. So, okay. Heilen. Uiuiui. So, genau, hinter mir. Ah, da. Okay, jetzt sehe ich. Jetzt sehe ich endlich richtig, wo ich hin muss. Was war das? Dann noch einer. Wie viele seid ihr denn? Ha, hab euch. Wieder ein Bogenschütze natürlich. Ich mache mich aus dem Staub. Er macht sich aus dem Staub, sagt er. Ja, wird wohl nicht mehr klappen. Ich glaube, hat er mich getroffen gerade mit dem letzten Schlag. Kleine Heilung. Ah, starke Heilung. Alles gut. Ich würde sagen, überlebt. Aber jetzt erstmal weg. So. Das ist ein Dornenherz. Okay, der ist wirklich ernst zu nehmen. Den muss ich erstmal irgendwo runterschmeißen. Gut. So ein Dornenherz ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. So, Hexenende. Da oben ist auf jeden Fall ein Hexenrabe und hier muss ich hochspringen. Hier hoch. Das geht auf jeden Fall, ich weiß, dass es geht. Muss nur gleich rausfinden, wie. Ja. Das ist doch ein Kinderspiel, wird es. Na bitte. So. Okay. Gut, Leute, also. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Personen gerade zuschauen. Diejenigen, die zuschauen, sagt mal. Also, wenn ihr mein Video nicht gesehen habt dazu. Wo ist hier das Gegenstand, welches ich brauche?
Ist es in der Truhe? Oder außerhalb der Truhe? Na gut, das ist jetzt aber... Habe ich mich aber verraten. So, auf jeden Fall, ich schaue erstmal in die Truhe. Ah, Experte. Das ist sogar Experte. Uiuiui. Also auf jeden Fall, wer kennt diese Stiefel, die da stehen? Wer kennt diese Stiefel? Leute, schreibt mal hin. Wer kennt diese Stiefel? Denn wer nicht, wer diese Stiefel nicht kennt, dann schaut mal unbedingt daneben, genau. Dann schaut mal unbedingt in meiner Playlist Skyrim SEAE Guides und Interessantes. Dort gibt es ein Video. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ihr werdet es schon finden, weil die Stiefel sind auf dem Thumbnail drauf. Habe ich noch nie gesehen. Krass. Dann werde ich dir gleich sagen, was das für Stiefel sind. Warte mal. Das sind einfach nur unglaubliche Stiefel. Die stehen hier und sehen aus wie Noob-Stiefel, sind sie aber nicht. Das ist der Shit. So. Oh, lauter gutes Zeug hier. Und zwar die Stiefel Weidmanns Huld. Bekleidung. Weidmanns Huld. Der Träger kann sich lautlos bewegen. Und es steht nicht nur da, es funktioniert auch. Das ist quasi, wenn man diese Stiefel anhat, dann braucht man den Perk nicht. Man bewegt sich wirklich lautlos. Bedeutet, wie ich am Anfang sagte, die Gegner entdecken euch ja durch Sehen und durch Hören. Wenn ihr diese Stiefel habt, hören die euch nicht. Ihr könnt also bei Fallmann könnt ihr schleichen wie ein Weltmeister, obwohl ihr Schleichen überhaupt nicht gelevelt habt. Ja? Das heißt, die Stiefel kann man wirklich mit Level 1 holen, wenn man will. Und dann ist man super im Schleichen. So, und zwar beim Schleichen, wo ist denn das? Genau, Schleichen, da war doch so ein Perk. Lautloses, nee, Stille. Gehen oder Rennen haben keine Auswirkung darauf. Also, entweder das, warte mal, was war das? Schattenkrieger. Leichtfüßigkeit. Ah, lautlose Bewegung. Genau, lautlose Bewegung. Man hat diesen Perk, man sieht 50%. Man wird durch den Perk nur um 50% lautlos. Mit diesen Stiefeln wird man komplett lautlos. Das ist heftig. Ja? Lydia hat die auch schon. Genau, Lydia hat die auch schon. Ja, jetzt braucht man natürlich die Erklärung, wie sie hier wieder entstanden sind. Na, ich würde sagen, Lydia hat einfach genug von den Stiefeln und hat sie hier wieder abgelegt, damit der nächste Abenteurer, wenn er denn gut genug ist, die wieder holen kann. Und man sieht, dieser Abenteurer war teilt hart aus. Ja, so ist die Lydia. Die ist halt so, die verkauft manchmal Gegenstände, die sie findet, aber bei diesen Schuhen, die sehen halt so billig aus, dass die sie einfach nicht verkaufen konnte auf dem Markt. Und dann dachte sie, Mann, komm, mein Gott, lege ich sie wieder ab hier. So, okay, jetzt werde ich diese Schuhe tragen. Und ja, jetzt traue ich mir wirklich ein bisschen mehr im Schleichen auf jeden Fall. Ja gut, natürlich immer noch, ich renne jetzt von hier weg, ich werde jetzt diese Location nicht mehr besuchen. Wie gesagt, da gibt es noch eine geile Rüstung zu holen, wenn man den Ritualstein hat. Später hat man aber auch eine Quest, wo man genau diese Rüstung holen kann. Deswegen, okay, irgendjemand lebt hier. Aha, das ist immer noch dieses Dornenherz. Und ich glaube, das wird jetzt sein Ende sein. Dann holen wir auch gleich sein Dornenherz. Nö, der hat es überlebt tatsächlich. Das ist heftig. Was der so alles überlebt. Was der so alles aushält. Naja, ist eben Dornenherz. Was soll man da sagen? So, jetzt aber. Komm. Jetzt reicht's mir. Nehmen wir mal das Herz mit. So, ansonsten... Ui, orgische Schwert der Verbrennung. Wie viel wiegt der? 11. Ja, kann ich leider nicht mitnehmen. Oder ist der Ketus irgendwo in der Nähe? Trinke ich. So, dann eine Flasche Kurkuma trinken. So, Ausdauertränke nutze ich sehr selten, weil ich ja... Die wiegen 1,5. Okay, ich muss der Ketus finden. Oh, unter Droge. Okay, krass. Rotwasserskummer haut rein. Entschuldigung für den Filter. So, komm her. Hier geht es. Reicht es vergessen. Werde ich verzaubern, dann werde ich diese Verzauberung auf andere Waffen eben geben können. Von daher. Aha, hier, noch eine Truhe. Und sogar ein Eisenkriegshammer. So, Truhe. Gott. Stimmt das hier? Achso, naja, gut. Komm. Dann raus hier. Ich will heute noch, hier. Wie heißt er denn? Wie heißt das Sensibelchen nochmal? Von der Dämmerwacht. Okay, jemand ist da und ich sehe nichts wegen der Skuma.
Eieiei, wie soll man denn so kämpfen? Ah, hu, nachgelassen. Isran, genau, Isran. Könnte ich denn den Namen des Sensibelchens Isran vergessen? Da kann ich hier runterspringen, um zu sterben, ja. So, warte mal, was haben wir da für eine Ader? Ein bisschen Erz kann ich noch mitnehmen. Naja, gut, Korundum. Da werde ich mir jetzt die Mühe nicht geben. Oh, Amethyst. Nee, Pilgerreise habe ich nicht gemacht. Ich habe aufgegeben, weil ich einfach... Verstehst du, Man muss sagen, das haben die geil gemacht. Die Artefakte des Kreuzritters sind wirklich für Leute, die fromm sind. Und... Ja, was soll ich sagen? Bin ich eben nicht. Schaffe ich einfach nicht. Ich schaff's einfach nicht, in Skyrim nicht zu klauen. Und sobald du irgendwas geklaut hast... Ja, du musst nicht mal Kopfgeld haben, das ist Quatsch. Man braucht kein Kopfgeld. Wenn du was geklaut hast, auch wenn du geklaut hast, auch wenn niemand das gesehen hat, bist du verflucht, ja? Also wie soll ich denn in Skyrim nicht klauen? Mann. Von daher, ich mache das irgendwann, vielleicht als Roleplay werde ich mal so einen frommen, keine Ahnung, Moralapostel spielen. Aber wie gesagt, ich schaffe das nicht. Also habe ich die abgelegt. Und die Pilgerreise habe ich angefangen zu machen, aber dann habe ich wieder geklaut und dann musste ich sie wieder von vorne machen. Dann habe ich einfach aufgegeben. Hier ist eine Angelstelle, aber ganz blöd ist natürlich, dass hier keine Angel liegt. Normalerweise an den Angelstellen liegen auch Angelrouten dabei. Hier ist aber keine, oder? Nee. Und jedes Mal, wenn ich hier vorbeilaufe, denke ich, oh, ich würde aber jetzt gerne mal eine Runde angeln. Jedes Mal habe ich aber keine Angel dabei. Muss ich mal beim nächsten Mal holen, wenn ich in Riften bin. Stimmt ja. War doch gerade in Riften. Oh, Vampire. Habe ich doch gesagt. Warte mal. Oh, und da schleicht noch eine. Die schleichen hier immer. Die schleichen hier immer so ein bisschen ran. Dann warte mal. Ich nehme eine gute Position erstmal. Stab in die Hand. So, wo ist die? Wo ist diese Ausgeburt? Vor allem, weißt du was? Oh, die war unsichtbar. Oh. Vor allem richtig dumm von denen, dass sie mich tagsüber angreifen. Die sind doch schwach tagsüber. Warum machen die das? Warum sind sie so bescheuert? Also strategisch nicht gerade ausgeklügelt, muss man sagen. Okay, die werde ich jetzt hier erstmal schön runterschmeißen. So, Jungs, und ihr macht erstmal nichts, oder was? Und ihr dachtet, ich hätte... Oh, wo ist die? Heftig. Okay, das war ein Rekord. Eine Rekordhöhe. Und die hat es überlebt. Wollt ihr mich... Ist es euer Ernst, Mann? Als ob sie das überlebt hat. Mann, die ist doch so hoch geflogen. Wie so ein... Die entzieht mir Lebensenergie und zwar richtig heftig. Oh Mann, das war knapp. Das war knapp. Das ist der Stab von Hasidoki. Neu mit Anniversary Edition dazu gekommen. Bei mir auf dem Kanal gibt es ein Video, wie man den findet. Ja, also Stab von Hasidoki kannst du anschauen. Das ist ein kurzes Video. Habe ich vor, kam ich so langer Zeit rausgehauen. Okay, warte mal. Natürlich fliegen sie nicht immer so effektvoll wie gerade. Da muss man sie schon gut treffen. Aber der Stab rettet einem das Leben, wie du siehst. Ja, also während sie aufstehen, kann man sie halt die ganze Zeit schlagen. Und das ist das, was den Stab ausmacht. Ja, zum Beispiel jetzt werde ich das jetzt mal ausnutzen. Aber nee, lieber nicht, weil man sieht, also die machen mir krassen Schaden. Lieber gehe ich nicht in ihre Nähe. Sie muss abgelenkt werden. Von jemandem. Erst dann. Also auf jeden Fall, solange sie aufstehen, kann man sie schlagen. Aber bei den Vampiren hier habe ich trotzdem ein bisschen Angst, weil die sind irgendwie ein bisschen stark. Sage ich mal. Die hält echt was aus. Die hält echt was aus. Heftige. Jetzt habe ich Dirkietus einen reingehauen. Im Kampfgetümmel. Entschuldigung, mein Hexenbruder. Tut mir leid. Man sieht, er ist fromm. Er trägt zum Beispiel die Reliquien des Kreuzritters und ihm ist es egal. Er ist ein frommer Mann. Oh, guck mal, wer da ist. Wer da ist? Uruk, jo, was geht? Na? Letzte Zeit wieder Vampire geklatscht. Uruk? Na klar. Letztens sogar ein Seminar für Neulinge gegeben. Ach echt, Uruk, du gibst schon Seminare, Mann. Der Typ ist einfach heftig, eine Legende. Der ist nicht nur der beste Vampirjäger, der gibt sogar schon Seminare für Neulinge.
So wie der will ich werden, Mann. Was für ein Seminar hast du denn gegeben, Uruk? Ich habe den Leuten erzählt, wie man mit dem Runenhammer umgeht. Mit dem Runenhammer? Ist denn das Runenhammer, Uruk? Ja, würdest du wissen, wenn du meine Seminare benutzen würdest. Ja, okay. Uruk, ich weiß, du bist eine Legende. Du kannst gleichzeitig Vampire jagen und trotzdem bist du hier immer anzutreffen in der Burg. Wie auch immer du das schaffst, immer an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Ich schaffe das aber nicht. Jedes Mal, wenn ich hier ankomme, sehe ich Uruk. Und jedes Mal erfahre ich, dass er schon wieder entweder Vampire gejagt hat oder Seminare gemacht hat oder sonst irgendwas. Also einfach eine Legende, dieser Mann. Eine Legende. Ich bin beeindruckt, dass ihr so schnell einen Mottenpriester finden konntet. So, hat er die Schriftrolle? Ist alles bereit? Um die Schriftrolle zu lesen. Ja, sagt dem alten Mann einfach, wann ihr soweit seid. Bericht Isran von diesem Erfolg. So, sprich mit dem Mottenpriester. Der wird uns gleich also die aus meiner Reise. Was kann ich für euch tun? Schriftrolle lesen, wa? Schön, dass ihr Wolbeha hierher geschafft habt. So, Schriftrollen. Was ist die Aufgabe? Was soll ich denn sagen? Warte mal. Was wisst ihr über die Schriftrollen? Weniger als ich gehofft hätte. Selbst nach Jahrzehnten meines Lebens, die ich dem Studium der Schriftrollen der Alten gewidmet habe, sind sie für mich immer noch ein großes Geheimnis. Genau, in Sale lohnt es sich auf jeden Fall. Dann ist es auch, sag ich mal, vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall passend. Auf jeden Fall. Wir wissen jedoch, dass manche von Geburt an die seltene Gabe besitzen, die Schriftrollen der Also, Texas Phones, ich nehme mal an, du bist ganz neu wahrscheinlich jetzt bei mir hier auf dem Kanal, war. Also bei mir gibt es einen YouTube-Kanal, RPG-Fan, und dort mache ich ganz viele Videos zu dem neuen Content von Anniversary Edition. Also ich stelle neue Gegenstände vor, neue Quests und so weiter. Also kannst vorbeischauen, wenn du möchtest. Die Videos sind meistens auch ziemlich kurz, das heißt, wird auch nicht viel Zeit kosten. Also würde mich freuen. So. Okay, ich habe ihn jetzt nicht zugehört, was er gelabert hat. Schön, dass ihr wohlbehalten blablabla hier angekommen seid. Mein Retter. Schön, euch wiederzusehen. So, haben euch meine Gefährten willkommen geheißen. Nicht gerade die Gastfreundschaft, die ich gewohnt bin. Aber euer Isran hat halbwegs für meine Bedürfnisse gesorgt. Und wie... Ah, okay, verstehe. Alles klar. Dies ist eine bemerkenswerte Festung. Etliche Kollegen daheim würden diesen Ort sicher liebend gern bis ins Detail studieren. So, seid ihr bereit, die Schriftrolle der Alten zu lesen? Oh, selbstverständlich. Lasst uns herausfinden, welche Geheimnisse die Schriftrolle uns verraten kann. Wenn jetzt bitte alle ruhig so sein können. Ja, jetzt nicht hinschauen, sonst kann man blind werden. Konzentrieren. Ich sehe ein Bildnis. So, warte mal, das will ich aber mal sehen, was er da sieht. Was er da wirklich sieht, der Junge. Großen Bogen. Ich Echt? Kenne diese Waffe. Es ist Auriels Bogen. Jetzt. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Man sieht sich im nächsten Video. Und ciao.